Ich muss dazu sagen, das Film war ursprünglich nicht meine Idee, sondern es gab einen Autor, Philipp Reimer, der ist Luxemburger und der war in Berlin in der Oper und hat Marc Rollinger kennengelernt und die haben beide festgestellt, sie kommen beide aus Luxemburg und lieben Oper und haben am gleichen Tag Geburtstag und sie mochten sich auf Anhieb und Philipp fing an, diese Geschichte zu schreiben. Und das war ein längerer Prozess und irgendwann habe ich die Produzentin Buddy Mink kennengelernt in Österreich. Ich lebe in Wien und sie hat mir davon erzählt und ich habe gesagt, super, super tolles Thema. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich die Regie machen will. Und so kam ich dann binnen Tagen von Wien nach Luxemburg. Ich habe das gelesen, diese Synopsis, und ich habe gedacht, so einen Film habe ich noch nie gesehen. Das möchte ich sehen. Also diese Mischung, es war so eine ganz interessante Mischung mit unterschiedlichen Ebenen. Ein Mann, der sehr reich ist und krank ist und trotzdem so ein Luxusleben führt und nochmal aus den Vollen schöpft und eben diese La Dolce Vita-Ebene hat. Das hat mich unglaublich fasziniert. Also ich habe ihn kennengelernt, da war die Arbeit sehr gut. Sobald wir die Kamera angeschaltet haben, war es dann etwas schwieriger, weil er ist ein Mensch, der braucht Macht und Kontrolle. Das ist ihm sehr wichtig. Das ist ein Lebensinhalt, einer seiner Lebensinhalte. Und er wollte den Film natürlich kontrollieren. Und ich hatte meine eigenen Ideen und das war immer nicht so einfach. Also deswegen ist dann irgendwann auch das Filmteam präsent im Film, weil ich das thematisieren musste. Es ging gar nicht anders. Mich interessiert, eine andere Form von Filmsprache zu finden. Also vor allem in Deutschland, da werden Dokumentarfilme immer sehr 1:1 gemacht, dass man wirklich die Realität 1:1 abbildet. Aber ich komme von einer Kunsthochschule, ich habe einen künstlerischen Anspruch. Und mich interessiert mehrere Ebenen, also vor allem Menschen, die in Parallelwelten leben. Und Marc lebt in einer Parallelwelt. Deswegen wollte ich immer so seine reale Figur, sein reales Leben mit dieser Parallelwelt in Verbindung bringen. Und da man in Luxemburg sehr viele Freiheiten hat, das zu tun, ein großes Lob, das ist großartig, sowas kann ich in Deutschland weniger machen, haben wir sehr viel experimentiert und ausprobiert. Also wir waren abhängig von den Operninszenierungen in den Städten, also wo Don Giovanni wirklich spielt. Wir hatten viele Möglichkeiten, aber ich wollte unbedingt nach Venedig, das war klar. Zum Glück hat dann Venedig gespielt und Wien auch, weil in der Wiener Oper, die ist einfach großartig. Und Berlin war wichtig, weil es der Ort ist, wo er Jordan Fox kennenlernt, den Pornostar, und wir da auch drehen wollten auf diesem Event. Und deswegen haben wir natürlich diese drei Orte genommen und es gab noch andere, wo Don Giovanni gespielt hätte, aber wir haben sie dann weggelassen. So. Auf jeden Fall.